Hallo und herzlich willkommen zum Ruderboot aus Brauns-Bethra. Und mit einem phonetischen Applaus begrüßen wir unsere Runde, die wir hier vorne haben. Dass wir merken, wir haben wieder Publikum im Saal. Wir sind eigentlich schon den ganzen Tag hier. Es gab einen wunderbaren Abora-Kongress und jetzt nehmen wir auch die Zuschauer an den Bildschirmen und Computern mit in die Zukunft sozusagen. Wir reisen nach Ägypten. Es geht um die Pyramiden. Es geht um außerirdisches Leben und um viele Rätsel, die bis heute nicht wirklich geklärt sind, aber für Spannung sorgen. Das haben wir schon den ganzen Tag hier gemerkt, weil wir natürlich wissen wollen, wer hat die Pyramiden wirklich gebaut? Wie alt sind sie tatsächlich? Wie wurden sie gebaut? Wofür wurden sie genutzt? All das wollen wir vielleicht nochmal klären bzw. hören, was es Neues gibt. Und Julia ist auch schon ganz gespannt den ganzen Tag hier. Ich bin auch total gespannt. Das ist ja auch so ein Herzensthema. Ich hatte dir erzählt, in der dritten Klasse war mein erster Berufswunsch Archäologin respektive Ägyptologin. Also mir haben die Arbeiten von euch hier auf der Bühne sehr viel Freude in meinem Leben schon bereitet. Und es ist mir eine große Ehre, heute hier mit dabei zu sein. Dann stellen wir doch einfach mal unsere Gästerunde vor. Ich fange mit dem Gastgeber an, also mit einem der Gastgeber, natürlich nur Wieso, aber auch Dr. Dominik Görlitz. Er hat sozusagen eingeladen wieder zum Abora-Kongress und wir kennen ihn alle hier im Saal. Er ist Experimentalarchäologe, Extremsegler, er ist Vegetationsgeograf und Argonaut der Steinzeit. Seine Schilfboot-Expeditionen sind legendär, seine Vorträge auch, seine Bücher, Dokumentationen und Filme. Und er plant schon wieder die nächste Tour, das nächste Projekt und vielleicht schaffen wir es auch heute, darüber zu erzählen. Dr. Dominik Görlitz. Dankeschön. Ja, und neben mir sitzt Erich von Däniken, der Superstar der Präastronautik und der Begründer der Präastronautik, kann man sagen, 88 Jahre jung. Und das Jungbleiben verdankt er auch dem Schreiben und seiner Faszination. 47 Bücher gibt es mittlerweile in 32 Sprachen übersetzt, 63 Millionen Mal verkauft. Also ein Urgestein. Und schön, dass du da bist, Erich. Dankeschön. Jetzt mal wieder. Gut. Yes. An meiner Seite sitzt ein Mann, der mit 14, glaube ich, das erste Mal sein großes Idol kennengelernt hat, Erich von Däniken. Seitdem ist er selber nicht nur Fan, sondern an seiner Seite angefangen hat es in den Ferien, wo er mitgearbeitet hat. Dann ist er mittlerweile Assistent und begleitet ihn, macht große Vorträge, Events, die er mitplant, sozusagen Sekretär schon seit über 20 Jahren. Aber er forscht auch selber, ist unglaublich neugierig. Vor allen Dingen die Unterwasserforschung hat sie ihm angetan und auch große Gesteinsformationen überall auf der Welt. Also wenn er Zeit hat, dann macht er selber große Reisen und er ist mit Dominik verbandelt, habe ich gehört, und beim nächsten Abora-Projekt mit dabei und trainiert schon fleißig. Herzlich willkommen, Ramon Zürcher. Yes, Ramon. Und ich darf jetzt Dr. Hans Jelitow vorstellen, Physiker aus Hamburg, hat auch in der Kernphysik gearbeitet und in der Raumfahrt, also ein blitzgescheiter Kopf. Und seine Kollegen haben ihm 1989 ein großes Geschenk gemacht, von dem wir jetzt alle partizipieren. Er hat nämlich ein Buch bekommen über die Mysterienstätten der Menschheit. Und das hat ihn so angefixt, dass er 1990 selber begonnen hat, als Privatforscher die Pyramiden zu erforschen und hat kosmologische Zusammenhänge gefunden beim Bau der Pyramiden, bei ihren Standorten. Und wir haben ja diesen tollen Vortrag heute schon gehört. Und für die Leute, die am Bildschirm sitzen, guckt euch das auch unbedingt an. Das ist ja sowas von spannend, deine Ergebnisse. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Faszination Ägypten, Faszination Pyramiden, das schwebt schon den ganzen Tag so hier im Raum. Aber jeder hat natürlich seine eigene Geschichte dazu zu erzählen, zumindest wer schon mal vor Ort war.
bei den Pyramiden, auch in den Pyramiden. Und mich interessiert vielleicht von jedem Einzelnen die persönliche Geschichte. Wie war es denn bei dir, Ramon? Also wie hast du Ägypten das erste Mal erlebt? Vielleicht auch die Pyramiden. Kannst du dich an irgendwas Spezielles erinnern? Vielleicht den Klang oder die Mystik in den Räumen? Ja, also ich war das erste Mal tatsächlich mit Erich in Ägypten, ja klar. Das war 2004 und da hatten wir eine Gruppenreise in Ägypten, wo Erich eben den Gästen das, die Mysterien in Ägypten zeigt. Immer noch heute machen wir immer noch Reisen. Und 2004 war ich das erste Mal da, habe mir das alles angeschaut und war total baff von der eben Größe und diesem Gigantismus, den man dort findet. Und dann kurze Zeit später, 2 Monate später, sind wir dann eben zu diesem unterirdischen See, zu diesem Teich gefahren, was er vorher im Vortrag erzählt hat. Also 2004 hat mich eigentlich das Ägypten-Fieber gepackt. Ja, wir haben es gerade im Vortrag gehört, aber die Zuschauer am Bildschirm wissen es ja noch nicht. Also unter der Pyramide, unter der großen Pyramide gibt es einen See. Man muss da ewige Leitern nach unten steigen. Mhm. Also das war also unglaublich spannend, gerade im Vortrag. Aber vielleicht kannst du es kurz nochmal wiedergeben, wie das für dich war. Ja, also es war natürlich eines der ersten großen Abenteuer. Da hatte ich eigentlich da erst bei Erich richtig im Büro auch angefangen mit der Digitalisierung. Und war eigentlich meine erste größere Reise mit Erich. Und eben, dass man dann eben an Orte hinkommt mit Erich, wo normale Touristen, sage ich mal, nicht hinkommen, das ist natürlich schon ein Privileg, sage ich jetzt mal. Und wir waren echt beeindruckt von diesen eben Gängen und Stufen darunter und dass da unten eben dieser See mit dem Sarkophag ist. Was hat das mit dir gemacht? Ich bin meistens beim ersten Mal einfach baff. So, also ich bin nicht der Typ, der da irgendwelche Energien fühlt oder so. Ich schaue mir das meistens ziemlich sachlich an und bin einfach immer eigentlich fasziniert von dieser Technologie, die da beherrscht wurde vor Jahrtausenden, die wir heute so nicht mehr reproduzieren könnten. Mhm. Gut, wie sachlich ist es bei Dr. Dominik Görlitz, der erste Besuch in Ägypten? Der war 1992, das ist wirklich lustig. Ich meine, klar, man stürzt erstmal in Richtung Pyramiden zu, aber was wirklich toll war, ich bin an den Taltempeln der Sphinx vorbeigelaufen, weil ich dachte, es ist ein Naturfels. Ich habe erst bei der nächsten Reise begriffen, dass das Spannendste von mir als Naturgebilde gar nicht wahrgenommen worden ist. Und das zeigt ja an, wie gigantisch diese Dinge sind, wenn man das erste Mal sieht. Man nimmt das zwar über die Augen, man sieht es zwar, aber man kann nicht begreifen, was das wirklich ist. Und Erich, wie war das bei dir? Du bist ja beschult worden und erzogen worden in einem katholischen Internat und hast damals schon dich auf Kriegsfuß begeben mit den Schriftreligionen und hast da eklatante Widersprüche entdeckt, aber hast ja auch gewusst, die Menschen beten ja aber Götter an, immer und überall. Wann bist du denn zum ersten Mal so auf die Spur gekommen, das könnten auch Leute von außerhalb gewesen sein, die für Götter gehalten wurden? Also der Grund für meine ganze Arbeit ist Religionszweifel. Du hast es gesagt, ich bin katholisch erzogen worden und im katholischen Unterricht hat man uns erzählt, dass der liebe Gott gekommen sei, etc. Und ich war in einem Gymnasium und dann hat der Priester uns Bibelübersetzungen gemacht und wir mussten mit übersetzen und plötzlich sagte er, das kann doch nicht stimmen. Was erzählen die? Das ist voller Widersprüche. Ein Gott, ein wirklicher Gott soll da gewesen sein, der fährt hernieder mit einem Fahrzeug, das raucht und bebt und stinkt und lärmt. Das kann nicht Gott sein. Ich hatte einfach Zweifel an meiner eigenen anerzogenen Religion. Ich wollte wissen, was sagen eigentlich andere Kulturen rings um die Welt über ihre Entstehungsgeschichte. Und so habe ich angefangen, im Gymnasium schon, also als Junge, alte Bücher zu lesen, Entstehungsgeschichte der Religionen etc. Damit fing die ganze Geschichte an. Aber Ägypten ist ein Stichwort. Schau, ich war als 19-Jähriger, das war im Jahre 1954, war ich zum ersten Mal in Ägypten und zwar ein Grund. Neben mir, in dem Gymnasium, Schulbank, saß ein Ägypter. Ich war in einer internationalen Schule, einer sehr gehobenen Schule. Es waren Knaben, es waren damals nur Herren in der Schule, alle international. Und die meisten kamen aus gutem Haus. Neben mir saß ein Ägypter, ein Junge. Sein Vater war Warenhausbesitzer in Ägypten. Und der sagte mir, Erich, du musst nach Ägypten kommen. Wir laden dich ein.
Das war 1954. Damals ist man nicht geflogen. Man fuhr mit dem Schiff. Ich weiß noch, das Schiff ist Maréchal Schoffer, französischer Name, von Marseille nach Ägypten. Und die waren reich. Und wir waren in einem Haus der reichen Leute. Und die hatten einen großen Garten. Und der Garten war umzäunt von einer Mauer. Und dann hat man mir gesagt, es ist mittags, jetzt um 2 Uhr. Jetzt macht man Siesta, jetzt geht man schlafen. Und die gingen alle schlafen. Die Familie und mein Freund gingen alle schlafen. Und ich war völlig hellwach, aufgeregt. Ich konnte nicht schlafen. Wie können die Leute schlafen zu der Zeit? Und so ging ich raus aus dem Haus in den großen Garten und lief in dem Garten herum und stand plötzlich an einer Mauer. Der Garten war umzäunt von einer Mauer. Und plötzlich höre ich ein Knurren und drehe mich um. Und da standen 2 Hunde vor mir. Böse Hunde. Die haben mich grimmig angeschaut und grimmig geknurrt, die Köpfe gesenkt. Und ich hatte plötzlich Schiss. Damals hatte ich noch Angst vor Hunden, später längst nicht mehr. Und ich dachte, die Hunde, die zerfleischen dich. Und du bist allein in diesem Garten, du bist ein Fremder, du gehörst nicht daher, in diesem Garten. Und dann habe ich in der Mauer hinter mir plötzlich gespürt, da ist etwas wie ein kleiner Griff. Und ich habe den Griff gedrückt und dann öffnete sich in der Mauer ein Türchen. Und ich ging langsam durch das Türchen hinaus und habe die Türe wieder zugeschwätzt gegen die Hunde, aber die Türe schnappte nicht ein. Die blieb leicht offen. Und die beiden Hunde haben mit der Schnauze die Türe aufgemacht. Jetzt war ich außerhalb der Mauer und bin gerannt. Sie wissen, wie man im Sand rennen kann. Du kannst überhaupt nicht rennen im Sand. Im Wüstensand gerannt. Dann bald hatten die Hunde das Türchen aufgerissen und rannten hinter mir näher her. Und ich um die Mauer, um die Ecke herum. Und da beginnt das Komische. Wie ich um die Ecke herum ging, wusste ich plötzlich in meinem Verstand, da ist wieder eine Türe. Aber die Türe hat die Öffnung oben. Du musst oben einen Stift drücken. Ich renne also um die Ecke herum, springe dann, drück oben den Stift, die Türe öffnet sich, ich rein, schlag die Türe wieder zu und die Hunde waren draußen. Außer Atem ging ich ins Haus. Der Tag ging vorbei und am Abend habe ich das beim Nachtessen erzählt, dem Hausherrn, dem reichen Mann, meinem Freund. Und dann sagt der Vater zu mir, Erich, das ist unmöglich. Sag ich, was ist unmöglich? Also, du konntest ja gar nicht wissen, dass es da oben einen Schlitz gibt, um die Türe zu öffnen. Ich war außerhalb der Mauer. Wieso wusstest du das? Ich weiß es auch nicht. Welche Eingebung hat mir als 19-Jähriger in Ägypten gesagt, wenn du die Mauer umgehst, außen drückst, öffnet sich die Türe? Offenbar wollte damals schon jemand, dass ich nicht sterbe und ich von Hunden zerfleischt werde. So, mein erstes Abenteuer in Ägypten war das komische Abenteuer hier. Und Hans, deine Begegnung mit der Ägyptologie, die war nicht so aufregend, oder? Also in Form des Buches, was ich schon ansprach, was dir deine Kollegen geschenkt haben, damit ging ja bei dir alles los. Also was ist denn da bei dir passiert im Kopf, als du das gelesen hast? Also ich muss eigentlich sagen, dass es schon vorher anfing. Und das war jetzt mit bestimmt 50 Jahre her. Da habe ich das Buch Erinnerung an die Zukunft. Das war bei mir sozusagen der Urknall. Danach war ich schon dabei, habe mich aber dann nicht weiter darum gekümmert. Dann habe ich noch ein Interview im Fernsehen gesehen mit Erich. Und da war eine Dame, die hat ihn irgendwie interviewt. Und die Dame sagte dann zu ihm, Herr von Däniken, ihm wird ja vorgeworfen, dass Sie nicht wissenschaftlich vorgehen. Und dann sagte er, ich gebe gar nicht vor, Wissenschaftler zu sein. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn sich mehr Wissenschaftler damit beschäftigen würden. Und ich bin in der Physik gelandet und später selber in der Wissenschaft. Und dann dachte ich, also zunächst mal dachte ich, da werden sich jetzt Hunderte von Wissenschaftlern drauf stürzen. Das ist so ein super interessantes Thema, aber irgendwie ist nicht so viel passiert. Dann dachte ich, ja, wenn nicht ich, wer dann sonst? Und so bin ich dann dabei geblieben und das Buch war sozusagen der Auslöser. Einige Sachen waren unstimmig mit den Zahlen, das hat nicht so richtig gepasst und dann geht das Stück für Stück. Ich dachte, ich schreibe zuerst einen kleinen Aufsatz. Das war so mein Ziel. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann ist danach ein Buch draus geworden. Und es geht immer noch weiter. Da muss ich vielleicht etwas erzählen, das könnte interessieren. Wie entstand eigentlich dieses Buch Erinnerungen an die Zukunft? Ich habe eben erklärt, ich habe mich als Junge schon als Schüler dauernd um die Rätsel bemüht. Und ich musste ja arbeiten, ich musste Geld verdienen. Und von der Familie her kamen wir aus der Gastronomie. So irgendwann war ich Direktor eines Hotels in der Schweiz, in Davos. Aber immer geschrieben, damals schon für Zeitungen, Zeitschriften zum Thema. Und dann sagte ein Hotelgast, der jedes Jahr kam, er war der
Kulturredaktor der deutschen Zeitschrift, Wochenzeitschrift, Die Zeit, Thomas von Randow, sagte er mir, Erich, du solltest mal ein Buch schreiben. Sag ich, ich habe ein Buch, ich habe eins geschrieben als Hoteldirektor, aber ich finde keinen Verleger. Ich hatte das Buch 20 Verlagen geschickt, deutschen Verlagen und schweizerischen Verlagen. Und alle 20 Verlage schickten das Manuskript zurück, schrieben, nicht geeignet, zu unwissenschaftlich, zu plakativ, nicht geeignet. Niemand wollte das Buch. Und dann endlich dieser deutsche eben Journalist von der deutschen Zeitschrift Die Zeit hat mir geholfen. Der hat mir gesagt, Erich, ich kenne einen Verleger und wenn ich den empfehle, macht er es. Und rief vor mir, in meinem Hotelierbüro, rief er jemanden an, den ich nicht kannte, einen Herrn von Wehrenau. Und ich sehe es noch, als ob es heute wäre. Der Journalist sagte dem Fremdartelefon, du, ich bin in der Schweiz in einem Hotel. Und neben mir sitzt ein junger Mann, der hat ein völlig verrücktes Buch geschrieben. Aber der Typ ist nicht verrückt. Du solltest ihn vielleicht anhören. Und dann hat er mir den Telefonhörer gegeben. Und der fremde Mann sagte, ja, können Sie nach Düsseldorf kommen? Da dachte ich, ja, morgen schon. Da bin ich nach Düsseldorf mit meinem Manuskript, das schon abgelehnt worden war, auch von seinem Verlag war es abgelehnt worden. Das wusste der Chef aber nicht. Ich stand da als junger Mann, habe das Manuskript auf den Tisch gelegt. Der hat nur etwa 4 Seiten gelesen, nur 4 Seiten. Dann macht er so, schaut mich an und sagt, wenn Sie recht haben. Und dann hat er gesagt, mit einer kleinen Auflage von 3000 können wir es ja versuchen. Und dann meinte er noch, aber Herr von Däniken, Sie müssen den Titel ändern. Der Buchtitel heißt Erinnerungen an die Zukunft. Man kann sich nicht an die Zukunft erinnern. Man erinnert sich an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft. Und ich blieb stur. Und ich will den Titel Erinnerungen an die Zukunft, sonst machen Sie das Buch nicht. Schlussendlich hat er Ja gesagt. Das Resultat kennen Sie. Wurde ein Weltbestseller. Übrigens, es sind nicht 60 Millionen, nicht etwa 87 Millionen inzwischen verkaufte Bücher. Wenn Sie jetzt denken, Moment. Herr Doktor, wenn Sie jetzt denken, der muss steinreich sein, an jedem Buch hat er einen Euro, vergessen Sie es. Als junger Mann wirst du beschissen, betrogen, belogen von den Verträgen und so weiter. Es gibt Bücher, zum Beispiel in den USA, Millionenauflage, da hast du einen Rappen oder zwei Rappen davon, Pfennig. Also es ist nicht so, dass ich je Millionär geworden bin. Ich habe immer genug Geld verdient, dass ich meine Reisen, meine Forschungen machen konnte, immer genug. Aber das Geld ging rein und ging raus. Ich wurde nie Millionär. Ich war immer fleißig und will jetzt auch weiterhin bleiben. Aufgrund des Buches machen Sie ja schon so lange Vorträge. Wir haben ja heute wieder einen erlebt und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich saß dort hinten in der Ecke und ich war die ganze Zeit gebannt, obwohl ich das gerade gestern erst im Buch nochmal gelesen hatte. Also es war nicht wirklich neu, aber die Art, wie Sie erzählen, das ist so unglaublich und Sie bleiben auch immer dabei bei Ihren Fragen und Fragezeichen und damit es auch der Letzte noch versteht und hört, das ist schon wirklich faszinierend. Was gibt Ihnen diese Kraft und diese Stärke? Ich meine, Sie sind 88 und stehen auf der Bühne, Sie sind den ganzen Tag schon hier, immer weiterzumachen und die Menschen, auch die, die es nicht glauben wollen, die sich widerstandsmäßig dagegen stellen, vielleicht überzeugen ist das falsche Wort, aber zum Nachdenken, zum Mitdenken zu animieren. Ich habe das im Vortrag schon gesagt. Ich bin wirklich überzeugt, dass ich im Grunde genommen Recht habe. Recht in dem Sinn, es waren mal Außerirdische da. Wir sind nicht alleine. Ich muss nicht in allen Einzelheiten Recht haben. Und ich habe mich oft auch geirrt. In meinen Büchern gibt es auch Irrtümer. Und das gibt man dann ohne weiteres zu. Da hast du einen Fehler gemacht. Beispiel, im ersten Buch Erinnerungen an die Zukunft, da beschreibe ich unter anderem eine Metallsäule, die steht in einem Tempelhof in Delhi, in Indien. Ich war dort und lokal haben mir die Führer gesagt, diese Säule ist Jahrhunderte alt und sie rostet nicht. Jetzt dachte ich, sie rostet nicht. Vielleicht ist das eine außerirdische Legierung. Und ich habe das geschrieben im Buch Erinnerung an die Zukunft. Inzwischen rostet das Miststück. Was willst du machen? Oder in Ägypten. Ich war, wie gesagt, als 19-Jähriger zum ersten Mal in Ägypten. Und da war ich auch auf der Insel Elefantin. Das gibt eine Insel dort bei Luxor, die heißt Elefantin. Und mein Reiseleiter damals hat mir gesagt, die Insel trage den Namen Elefantin,
weil sie aus der Luft ausschaue wie ein Elefant. Sie habe die Form eines Elefanten. Ich habe das geschrieben in Erinnerung an die Zukunft. Später habe ich gelernt, das ist alles dummes Zeug. Die Insel sieht überhaupt nicht aus, aus der Luft wie ein Elefant, sondern sie hat den Namen Elefantin, weil immer Elefanten darauf gegrast haben. So, ich habe Unsinn geschrieben, aber unwissend, man hatte mich selbst so informiert. Ich habe oft auch Unsinn übernommen von Wissenschaftlern, die ich zitiert habe. Herr Professor, Doktor sowieso hat mir das und das gesagt oder das und das geschrieben. Und später stellt sich heraus, was der gesagt hat, stimmte nicht. So, es gab immer Irrtümer. Und es gehört dazu, die Irrtümer zuzugehen und dazu zu stehen. Das war falsch, aber daraus zu lernen. Im nächsten Buch mache ich besser. Das soll mir nicht wieder passieren. Du hast ja vorhin in deinem Vortrag von der Bestie gesprochen, die in jedem Menschen wohnt, nämlich die Neugier. Und Dominik, du bist ja Biologe und du würdest doch bestimmt zustimmen, wenn ich sage, dass die Neugier den Menschen in seiner Evolution vorangebracht hat. Er hat immer neue Techniken entwickelt, um sich das Leben zu erleichtern. Und diese Neugier war sozusagen immer in die Zukunft gerichtet. Eure Neugier richtet sich aber in die Vergangenheit und du gehst ja nicht konform mit den anderen drei Referenten, dass die Pyramiden beispielsweise von außerirdischer Hand erbaut wurden. Nicht von außerirdischen gebaut worden. Oder mit außerirdischem Lehrmaterial. Ja, ja. Du sagst, oder du möchtest beweisen, das ist aus Menschenhand und mit menschlichem Know-how entstanden. Und trotzdem möchtest du der offiziellen archäologischen Forschung da widersprechen und warum eigentlich? Also was würde es für dich denn eigentlich bedeuten, wenn du das nachweisen kannst? Es gab schon Eisenwerkzeuge in der Bronzezeit. Ändert das unsere Gegenwart? Was ist das Motiv hinter diesem Forschungsdrang? Vielleicht drei Argumente. Das erste ist Neugierde. Eigentlich ist Neugierde ein doofes Wort, weil Gier hat was Negatives. Eigentlich ist Curiosity, also im Lateinischen das schönere Wort, weil die Neugierde, Curiosity ist es ja, was uns über die Ozeane zieht, was uns übrigens auch in die Welt einziehen wird. Unsere Zukunft, deswegen ist der Titel hervorragend, Erinnerung an die Vergangenheit ist ein Recall. Das Gestern ist das, was morgen sein wird. Und wenn wir nicht endlich begreifen, dass, wie das eben in fantastischen Romanen beschrieben wird, dass also Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einem Punkt kulminieren, das hat was miteinander zu tun. Vergangenheit bestimmt auch unsere Zukunft. Wenn wir nicht begreifen, wer wir sind, woher wir kamen, werden wir nie begreifen, wohin wir gehen. Und deswegen ist eine seriöse Betrachtungsweise unserer Vor- und Frühgeschichte so wichtig, dass wir hier nicht auf dem Hoax, also auf dem eigenen Schwindel herauslaufen. Und deswegen gibt es ja Interpretationsunterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Herrn Deniken und mir. Wir sind eben in bestimmten Interpretationen einiger Fakten unterschiedlicher Meinung. Erich hat völlig recht, wenn er sagt, die Pyramiden, die Drecksarbeit haben die Menschen gemacht. Nur die Baupläne und die Idee und auch viele Technologien, die wurden also unseren frühen, von uns heute scheinbar betrachteten Vorfahren übertragen, damit sie es einfach realisieren konnten. Weil wir immer noch ein Problem haben, verdammt mich, wie haben die diese 80 Tonnen schweren Granitgiganten nicht nur hochgehoben, sondern millimeterpräzise versetzt. Und das ist ja auch, was Dr. Hanselito zeigt mit seinem Fugen, also materiallosen Trennen dieser Granitblöcke. Wir können das heute fotografieren und messen. Aber ich habe auch keine Idee, mit Keilhebetechnik geht's nicht, wie man zwei 17 oder 8 Tonnen schwere Blöcke wieder so zusammensetzt, 800 Kilometer von Asuan, dort wo sie getrennt wurden wahrscheinlich, wieder so zusammensetzt, dass sie ineinander passen, nur einmal verkantet, nur einmal nicht richtig zusammengesetzt, brechen die vielen kleinen Kristallgitter auseinander und wir kriegen das nicht hin, was wir dort dokumentieren können. Kurzum, deswegen sind wir da, um aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu argumentieren. Und hier ist es eben unsere Neugierde mit unserem Mindset, dass wir eben manchmal nicht genau einer Meinung sind. Das stört überhaupt aber nicht. Aber das ist ja wichtig und gut. Mich stören auch die Archäologen nicht. Ich finde, die Archäologen, zumindest die ich kenne, sind brillante Leute, grundehrliche Leute, integer, humorvoll, geistreich. Ich kenne ein paar Archäologen, die sind alle wunderbare Leute. Wir haben oft miteinander gestritten und gelächelt, aber im freundlichen Sinn, nie im bösartigen Sinn. Und die archäologische Arbeit wird von mir überhaupt nicht bezweifelt. Wenn Archäologen herausfinden, dass in der Steinzeit war so, Felszeit, alles richtig, die Arbeit stimmt.
Bei der Pyramide frage ich mich zuerst mal, warum? Warum kommen die auf die Idee, wir müssen jetzt eine Pyramide bauen? So. Das beantwortet die Archäologie aber nicht. Ich würde dir ganz kurz reingrätschen. Es gibt ja eigentlich nichts Dümmeres, als eine Pyramide zu bauen. Du kannst kein Pharao drin begraben, zu auffällig. Du kannst kein Bier drin brauen. Du kannst kein Flugzeug reinstellen. Es gibt eigentlich, für was haben die Dinger gebaut? Was ist die Aufgabe dieser steinernen Hinterlassenschaft? Ich habe ja auch verschiedene Sachen und Bücher gelesen. Und Edgar Cayce, der sagt zum Beispiel, Pyramiden waren Energiemaschinen. Und wenn man sich das anschaut, vielleicht konnte, waren das die Kraftwerke von früher, weiß man? Ja, das sind immer so Behauptungen, wie sagen wir in Sachsen, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Gegenbeweis. Also, was soll das? Das hilft doch der Problematik 0,0 Zero Data. Weil ja, Energie ist ja immer da. Ich meine, wenn die Energie wollten, haben sie einen riesen Hill gehabt. Einen Staudamm hätten sie bauen können, hätten sie eine Turbine reingesetzt und da hätten sie Energie gehabt. Und die Ägypter haben schon ab der zweiten Dynastie, das haben wir gefunden in Oberägypten, riesige Staudämme gebaut. Dafür brauchen die keine Pyramiden. Naja, aber vielleicht kann man Energie bündeln und vielleicht kann man mit dieser geometrischen Form bestimmte... Keine Ahnung, also ja, es gibt ja diese, ja, wer hat denn hier von uns die meiste Ahnung? Ich halte gar nichts davon, dieser ganzen Energiegeschichte. Das kommt aus der modernen Esoterik, immer Energie. Die modernen Menschen spinnen einfach, weil sie ein Energieproblem haben. Ich meine, die Alten haben auch ein Energieproblem. Ja, das ist immer, das ist wie in der Archäologie, wenn denen nichts Besseres einfällt, dann muss es religiös gewesen sein. Ne? Und wenn uns nichts einfällt, dann muss es energetisch sein. Okay, wie ist denn deine Theorie? Für mich, warum wurden die Pyramiden gebaut? Sie haben drei Funktionen. Das eine ist ein Zeitmemorial. Sie wollten damit andeuten, wie eben Tepsepi, ihre frühe Vorzeit, dass das viel, viel weiter zurückgeht, als wir heute erklären können. Wir haben die Pyramidentexte, die ganz klar sagen, das sind transzendale Raum, also nicht Raumschiffe im Sinne von Raumschiff, dass die Seele, die Ägypter haben ja zwei Seelen verehrt, die körperliche und die geistliche Seele, damit die Seele des Pharaos aufsteigen kann, nicht weil die gesponnen haben, die Ägypter, sondern nach dem Tod musste der Pharao als wandelnder Stern unter den Göttern sein Volk weiter beschützen. Der hat also keine Rente gekriegt zum Pharao. Selbst wenn er tot war, musste der noch weiterarbeiten. Das war eine der wesentlichen Funktionen mythologisch. Und das Dritte, sie sind eben da, weil sie da sind. Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich es wüsste, würde ich jetzt... Ich glaube die Geschichte nicht von der Seele des Pharaos. Die waren real. Die sind real. Ich glaube, sind die mitgefahren mit Ausländischen. Da steht in einigen Pyramidentexten, ich darf einsteigen in dein Schiff, ich darf die Metallstücke, so. Die Archäologen machen darauf, das ist mystisch zu verstehen, geistig. Nein, das war nicht geistig, das war real. Wir reden darüber, ja, das haben die Götter gemacht. Sie haben das für die Götter gemacht, die Bauwerke. Sie haben für die Götter gemacht. Frag doch mal weiter, für welche Götter? Was für Götter? Und dann fängt sie es an. Ja, aber eben, die... Sorry. Viele von diesen Texten wurden ja übersetzt, wo wir selber noch gar keine Luftfahrt hatten. Also wenn du so einen Text siehst und der Pharao da in einem metallenen Gebilde über den Himmel mitfahren darf, dann haben die ersten Übersetzer vor 200 Jahren hatten gar keine Ahnung von, geschweige denn Raumfahrt oder eben Flugtechnik. Und somit wurde es halt in die Mythologie, ins Magische abgeschoben, obwohl es eigentlich Realität war. Und wie du, Erich, ja auch immer sagst, die Ersten, die die Schrift entwickelt haben oder die eben von den Göttern gelernt haben, die ersten Schriftsteller waren sicher keine Science-Fiction-Autoren, sondern die haben aufgeschrieben, was tatsächlich stattgefunden hat, eben um das zu protokollieren. Und dass das dann in der Übersetzung falsch interpretiert wird, ja, ist somit schlüssig erklärt, in meinen Augen. Fragen wir doch mal unseren Physiker in der Runde. Was meinen Sie, warum wurden die Pyramiden gebaut? Sie begleiten das ja mit den Planeten und mit den Sternen. Also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall also eine Hochtechnologie im Spiel war. Und ich tendiere mehr dazu, dass es die Außerirdischen waren. Aber das ist jetzt mal unabhängig davon. Und ich denke, wenn sie es waren, dann haben sie uns einfach ein Rätsel hinterlassen. Sie haben uns einfach etwas hinterlassen, sodass wir was zu suchen haben und vielleicht erkennen sollten, dass es höhere Dinge gibt, nach denen man streben sollte. Dass es nicht nur unsere vier Wände, unsere Arbeit, unsere Rente gibt, sondern es gibt noch mehr in diesem Universum sozusagen.
Herr von Däniken, Sie haben in Ihrem Vortrag vorhin was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich dass, dass möglicherweise die Pyramiden oder auch unter der Pyramide eine riesige Bibliothek ist, dass dort Literatur in der Pyramide sein kann. Ich habe das auch in anderen Werken gelesen. Dort gibt es eine Halle der Aufzeichnungen. Der Herodot sagt sogar, es gibt in dieser Halle ein Fahrzeug, das für den Bau der Pyramiden verwendet wurde. Und unter der Sphinx soll es auch noch ein Labyrinth geben und wissenschaftliche Belege, die wahrscheinlich dort in Sicherheit gebracht wurden und halt bis heute überdauert haben könnten. Die Geschichte von der Sphinx, die stammt nicht von mir, die stammt ursprünglich von Edgar Gacy, von einem Seher. Mhm. Und der amerikanische Geologe, der Robert Schoch, hat das geologisch ein bisschen untersucht. Er hat keine Erlaubnis bekommen zu graben. Aber Geologen haben Methoden, sie hauen bestimmte Pfähle in den Boden und machen Messungen der Schwingungen und hat festgestellt, da ist tatsächlich ein Hohlraum unter der Sphinx. Was drin ist, ich glaube, es ist niemand reingegangen. Und die andere Geschichte war was? Die Labyrinth so, von Herodot. Was da drin ist, das stammt nicht von mir. Da gab es diesen Al-Mamun, das war rund 800 Jahre in der Vergangenheit. Und der Al-Mamun war als erster, zumindest nach den Schriften da drin, wo kann man das nachlesen? In dem Buch von Ibrahim Abdul al-Makrizi, das Buch Hittat heißt das. Das schreibt er, er ist in der Pyramide gewesen, das habe ich nicht erfunden. Der schreibt das und dort habe er drei Räume gefunden. Räume mit Gläsern, die man biegen kann mit Metall. Und da liegen zwei Sarkophage mit zwei fremden Wesen und fremden Rüstungen drin. Das stammt nicht von mir, nicht auf meinem Misch gewachsen. Das steht im Hittat und das ist 800 Jahre alt. Und der wiederum beruft sich auf Quellen. Er sagt im Vorwort zum Hittat, er habe zusammengesucht alles, was die Alten gesagt hätten über die Pyramide und hat die Texte zusammengestellt. Und da steht da drin, das ist nicht mein, nicht auf meinem Misch gewachsen, da drin seien fremde Räume. Da steht im Hittat, im Buch, das Buch heißt Hittat. Wie viel Prozent der Pyramiden, des Inneren des Pyramiden ist denn schon entdeckt? Da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen. In Prozenten weiß ich nicht, aber sehr wenig. Das weißt du vielleicht, sehr wenig. Ja, es gibt schon solche Untersuchungen seit den 60er Jahren. Also was ich ganz genau weiß, dass also noch vor der Wende in den 80er, Mitte der 80er Jahren gab es große Veröffentlichungen in der ehemaligen DDR dazu, dass also japanische Forscher dort mit, was Erich schon gesagt hat, mit Groundbreaking Radar größere Kammersysteme detektiert haben. Insofern ist gründlich, also ist Neues nur gründlich vergessenes Altes, was man also da mit den Lichtteilchen da gemacht hat vor 2-3 Jahren, wo man auch den größeren Raum oberhalb der großen Galerie und nochmal einen Eingangsraum oberhalb des echten Eingangs detektiert hat. Ich denke, da ist vieles auch schon in Ansätzen bekannt gewesen. Und das ist ja unser Problem, dass dort, was ja auch Hans und viele andere, die sich mit dem Pyramidenphänomen beschäftigen, dass wir zum Pyramidioten erklärt werden, wenn wir endlich sagen, mach doch mal diese Untersuchung. Warum ist es denn so schwierig, die Hohlräume, die Professor Robert Schoch detektiert hat, mal aufzubohren? Man muss ja heute keine riesen Sprenglöcher mal reinmachen, wie im 19. Jahrhundert, wie das Hill gemacht hat, als er das Eisenblech gefunden hat. Da reichen kleinste minimalinvasive Bohrungen, um mit Endoskopen reinzugehen oder mit anderen Technologien. Aber sie machen es nicht. Die Frage ist, warum? Ja. Weil die Altersverwaltung es verbietet. Aber auch da muss es ja eine Motivation geben. Genau, ja. Und ich meine, diese Texte, auch das hat Edgar Cayce nicht erfunden. Er hat zwar Visionen gehabt, aber wir wissen es, das hat Robert Bawal schön geschrieben, es gibt zum Beispiel den Sabaka-Stein, wo sich, das sind Abschriften von viel älteren Kopien, der Sabaka-Stein ist nur 27. Dynastie, aber da wird zitiert, wie sich der Sohn, der älteste Sohn Cheops, war Chedefre. Der hat sich dann später in Abu Roash seine Pyramide gebaut. Und das sagt Chedefre zu seinem Vater. Vater, wenn du die Pyramiden bauen möchtest, dann findest du die Baupläne in den heiligen Hallen des Thoth. Mhm. Und diese Baupläne befinden sich unter den Pranken der Sphinx. Wer soll die Sphinx gebaut haben? Chefren? Der hat doch erst viel später gelebt. Das heißt also, da war Wissen bekannt. Auch Herodot ist kein Blödian gewesen als alter Griecher. Der hat sich doch nicht von ein paar Priestern belatschern lassen, sondern der hat in Ägypten studiert. Der war ein weitgereister Mann. Der war Weltenbürger, wie wir heute sagen würden. Der fällt doch nicht auf drei backfischgierige Priester rein und hat da irgendwas zusammengestampft, um reich und berühmt zu werden. Herodot ist nicht der Einzige, der dieses Alter gibt.
die oder von Sizilien ja, genauso. Ja. Und Diodor von Sizilien ist es ja, der sagt, die Pyramiden waren niemals Gräber. Viel zu aufwendig, viel zu groß, um dort eben Grabräuber abzuhalten. Ich gebe den Ball nochmal an Ramon weiter. Du archivierst ja all dieses Wissen schon seit vielen Jahrzehnten, kann man schon fast sagen. Es kommen sicherlich auch viele Hinweise von Menschen, die ebenfalls sich mit dieser Thematik beschäftigen. Was gibt es denn für neue Erkenntnisse? Also das, was wir so besprechen, das ist ja auch alles schon seit Jahren im Umlauf und die Rätsel, die nicht gelöst werden können so richtig. Ja, so eben im Büro von Erich von Däniken, wir kriegen alle paar Monate einen Brief, ich habe das Rätsel gelöst. Und alle haben das Rätsel gelöst, geht dann in verschiedenste Richtungen und eben viele sind dann der Meinung eben mit Energie, Kraftwerk und weiß ich was. Oft können wir solche Sachen gar nicht beurteilen, weil wir zum Beispiel die wissenschaftliche Kenntnis davon gar nicht haben. Wir sind keine Mathematiker oder Physiker wie der Hans. Dann müsste ich vielleicht eben dir mal ein paar von den Sachen weiterleiten, wenn es uns interessant dünkt. Ja, also es gibt so viele Ansätze und Theorien, was das gewesen sein soll. Oft wird eben auch vergessen, dass bis eben, was Erich vorher gesagt hat, der Kalif al-Mamun, der war sozusagen ein sehr fortschrittlicher Wissenschaftskalif. Der hat auch, glaube ich, in Bagdad eine Universität gegründet, hat in Kairo sehr viele wissenschaftliche Efforts gemacht. Und was eben ganz viele Leute vergessen, eben auch bei dieser Energietheorie, dass die ganzen Pyramiden zu waren. Da gab es keinen Eingang. Das war alles mit Platten abgedeckt. Und der Al-Mamun wollte dann eben rein und hat seine Leute angewiesen, sie sollen da meißeln. Die sind aber nicht weitergekommen. Und dann musste er eine List anwenden, die sie benutzt haben, auch aus dem Krieg, um Mauern zu brechen. Die haben ein riesiges Feuer gemacht vor der Pyramide, über Tage hinweg, das immer wieder angeheizt. Und dann haben sie Essig über diese Platten drüber gegossen und dann gab es Sprünge in den Steinplatten und erst dann ist man reingekommen. Vorher war das Ganze dicht, da gab es die Korridore oder respektive die Schächte, die da rauskommen. Die sind damals, waren die nicht bis außen offen. Das war alles komplett abgedichtet und deshalb, wenn man das weiß, dann sind schon ganz viele Theorien einfach nichtig, weil die davon ausgehen, dass man dort halt irgendwie immer schon rein konnte. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, das sind keine Gräber gewesen, dann ist es ja auch nicht unbedingt klar, dass die Cheops-Pyramide von Cheops gebaut wurde, oder? Das hätte ich bis vor wenigen Wochen schwerst verteidigen müssen, aber alle, die meinen Vortrag gesehen haben, ich weiß nicht, ob du dabei warst, es gibt ja diesen neuen Papyrusfund von Wadi al-Chaf. Und das ist eben, wo ich immer wieder sage, prädiktive Forschung. Wir haben dort klare Beschreibungen über die Bautrupps, die Excel-Tabelle, die älteste Excel-Tabelle der Menschheit. Da wird klar die Wege beschrieben, wie sie den Tura-Kalk anliefern, dass es drei Zugangswege zur Pyramide gab. Und da ist auch der Name Cheops wieder drin. Aber das Entscheidende ist, dass eben auch weitere, heute historisch nachweisbare Persönlichkeiten genannt werden. Und das war auch das Problem der Cheops-Kartusche. Howard Weiss wusste bis 1537 gar nicht, wie der Cheops geschrieben wird. Erst durch diese Beamtengräber, die man hinter den Pyramiden gleichzeitig geöffnet hat, wusste man das. Deswegen muss man sich bei solchen Theorien immer wirklich auf Zehenspitzen vorwärts bewegen. Und ein Pfund bringt das ganze Kartenhaus zu Fall. Und Wadi al-Chaf ist so ein Kartenhaus, was da. Schau, Entschuldigung, noch eine Geschichte dazu. Also, Cheops soll es gemacht haben. Nochmals, dieser Cheops. Nehmen wir an, er hätte es gemacht. Jetzt baut jemand die große Pyramide. Dann wäre er doch stolz darauf. Ich habe die Pyramide. Er hätte Inschriften gemacht. Irgendwo in der Pyramide. Es müsste eigentlich wimmeln. Ich bin derjenige, der das gebaut hat und so weiter. Jetzt gehst du in die große Pyramide rein. Nicht eine einzige mickrige Inschrift. Ist die totale Anonymität. Da kommt diese Inschrift, wo du sagst, der Name Khufu da oben. Weiß man inzwischen, ist eine Fälschung von Howard Weise. So. Also der Erbauer der Pyramide hätte sich verewigt darin. Aber nichts. Einfach nichts. Übrigens nicht nur bei Cheops, dasselbe trifft für Chefrin. Ja, genau so. Warum haben die sich nicht dort verewigt?
Ich bin zwar nicht der Meinung, dass es Cheops nicht war, aber warum haben die das nicht, wenn ich Sanssouci baue oder wenn ich den, was weiß ich, den Palast der Republik baue, ich meine, Erich Honecker hat nicht erhalten können, aber ich würde sagen, jeder brüstet sich mit solchen Leistungen. Warum hat er das nicht gemacht? Ja, genau. Das vielleicht waren die einfach ein bisschen bescheiden. Das ja. ist doch, aber vielleicht, das ist doch in Mexiko eigentlich das Gleiche. Du konntest ja nachweisen, du hast mathematische Gleichungen gefunden, mit denen du eine Verbindung der Pyramiden in Ägypten und in Mexiko mit den Planeten zusammenstellen konntest. Und die Sonnenpyramide, die Mondpyramide, die Pyramide der gefiederten Schlange und die Straße der Toten, konntest du ja wirklich mit einer Korrelation von fast eins den Planeten zuordnen. Das ist ja, also ich war total geschockt. Das ist für mich ein ultimativer Beweis eigentlich. Und du sagst ja, du vermutest, die Erbauer haben das aus dem Grund gemacht, damit höher entwickelte Menschen irgendwann mal darauf stoßen. Und wie kommt denn das bei dir an in deinem Umkreis, wenn du dich mit anderen Forschern oder Pyramidenforschern unterhältst, ist das bei denen dann auch so ein einschlagender Erkenntnis oder stößt du da eher auf taube Ohren? Nee, ich habe da eigentlich keine Probleme, mit Leuten darüber zu sprechen. Also mit über Teotihuacan habe ich noch nicht so viel gesprochen. Aber ich war früher oft in der Ägyptologie in Hamburg und habe mir dort also Bücher geliehen und Zeichnungen gesucht und die Leute waren alle sehr hilfsbereit. Also das war ganz interessant. Also das passt jetzt nicht zu Teotihuacan, aber das hat sich auf Gizeh bezogen. Also wie schon Erich von Däniken gesagt hat, die Leute sind eigentlich kluge Leute und sie waren sehr offen. Und ich finde es so ein bisschen traurig, dass die Medien da so ein bisschen das blockieren, das Ganze. Das ist so mehr das Problem. Ich wollte noch eine Sache zu dem sagen, was von dir kam. Und zwar, du meintest so, manche Zuschriften, die du bekommst, sind mathematisch ein bisschen schwierig oder schwer nachvollziehbar. Ich werde auch manchmal gefragt, oder das wird gesagt, ja, du hast so viel Berechnung, das konnte ich natürlich nicht nachvollziehen. Dazu möchte ich mal sagen, man muss nicht offiziell Naturwissenschaften studiert haben oder Archäologie, also Mathematik, Physik oder irgend sowas. Es sind in der Vergangenheit oft von fachfremden Leuten enorme Entdeckungen gemacht worden. Gerade in der Archäologie. Ja. Das sind waren eigentlich alle wichtigen Entdeckungen, haben nur solche Däniken. Ja, genau. Also das sind, deswegen wollte ich einfach sagen, wenn jemand soll nicht glauben, ja, ich habe das doch gar nicht studiert, Mathematik, man sollte einfach mal loswerden. Oft kommen die Ideen von ganz anderen Leuten. Es gibt einen Mathematiker, Fermat, der hat 350 Jahre gelebt, der war Jurist und der ist in der Mathematik ganz berühmt. Der hat praktisch die Zahlentheorie mitbegründet. Vor ihm gab es das gar nicht. Und der war überhaupt kein Mathematiker. Und ich denke also, wenn jemand irgendwelche Ideen hat, man soll das nicht abwerten, sondern das einfach verfolgen. Und wenn man dann irgendwie was nicht rechnen kann, dann fragt man einen Freund. Also schon Albert Einstein hatte ein Problem, als er seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt. Da hatte er ein Matheproblem. Da ging es um Raumkrümmung, das konnte er nicht lösen. Da hat er dran rumgemacht und dann hat er Freunde gefragt, schließlich ein Kommilitonen, der Mathematiker geworden ist. Der hat sich dann damit befasst und der konnte das Problem lösen. Also man muss nicht alles selber lösen. Also es soll nur so ein bisschen eine Aufforderung sein, dass man sich nicht zurückziehen soll, sondern einfach, wenn man eine Idee hat, soll man das kommunizieren und den richtigen fragen und dann geht's weiter. Der Hans Jelito hat vorhin gesagt, dass die Medien leider viel zu wenig darüber berichten, also über die Erkenntnisse, die ihr so gewinnt. Und da steckt ja vermutlich ein Vorsatz dahinter. Also Erich, in deinen Büchern hast du ja schon geschrieben, die CIA hat 1955 schon verlangt, dass die Forschung beziehungsweise diese Phänomene, die beobachtet werden, UFOs beispielsweise, das soll lächerlich gemacht werden. Das darf gar nicht in der Fachwelt ankommen. Und du begründest das mit dem Zeitgeist, der noch nicht reif genug ist. Gibt es vielleicht auch noch einen anderen Grund? Die Tagespolitik, aber das ist, darüber macht ihr gar nicht reden hier. Die Tagespolitik ist Zeitgeist. Man will solche Sachen nicht diskutieren. Sie bringen die Menschen durcheinander, sie sollen die Menschen gar nicht durcheinander bringen. Man will nicht, dass die Menschen dumme Fragen stellen. Die dummen Fragen, die oft sehr intelligent sind. Man will das gar nicht. Die sollen zufrieden sein mit dem, was sie sind, sondern gefälligst ihrer Arbeit nachgehen, sollen in ihren Firmen arbeiten und sonst die Schnauze halten, sollen Geld verdienen und Steuern zahlen. Man will nicht, dass die da, die Gesellschaft will es nicht.
Also damit sie ihren Status quo erhalten, diejenigen, die oben sind. Da haben wir in der Steinzeit, wir nennen das Steinzeit so, da gibt es eine riesige Anlage wie Stonehenge, kennt ihr alle, die Steinkreise. Inzwischen weiß die Archäologie, dass Stonehenge viel größer ist als nur Stonehenge. Das geht kilometerweit, geht das ins Land hinaus mit Kreisen, also gigantische Umfassung. Wir haben in der französischen Bretagne, haben wir Steine, geometrische Linien, die sogenannten Menhirkolonnen, etc. Das alles entstand in der sogenannten Steinzeit. Und wir haben bis heute nicht den blassesten Dunst. Der Ramon und ich befassen uns Jahre mit diesen Rätseln der Steinzeit. Und wir sind wirklich Fachleute. Wir haben nicht den blassesten Dunst, was zum Teufel in den Köpfen der Steinzeitleute vorging. Wieso machen die das? Nicht nur in Frankreich, in England, da und dort, überall, riesige Dolmen, Menhire, weltweit, unterirdische Adler. Wieso? Wir haben keine Ahnung. Und wir tun so, als wüssten wir es. Da müssen wir ja nicht mal unbedingt ins Ausland. Wir brauchen ja bloß hier in Sachsen gucken. Also wir sind jetzt hier in Sachsen-Anhalt, aber in Sachsen zum Beispiel, wenn man die Sächsische Schweiz sieht oder das Zittauer Gebirge, wer da schon mal war, dann hat man das Gefühl, dort sind angefrorene Figuren oder Riesen. Oder auf dem Töpfer oben im Zittauer Gebirge bei Eubin, da ist wie so eine große Henne, die ein Ei ausbrütet oder eine Schildkröte. Man sagt auch, das ist der Stein so. Ich habe dem Ramon schon gesagt, da musst du unbedingt hin. Aber auch du hast ja Sachen entdeckt unter Wasser und das ist auch gar nicht so weit weg. Ja, genau. Also eben, es wimmelt von weißen Flecken auf unserer Landkarte. Sachen, die einfach eben nicht behandelt werden. Und eben, jetzt gerade in Bezug auf Ägypten und die Pyramiden haben wir natürlich auch noch ein religiöses Problem. Wenn jetzt eben der Henoch und der Methusalem, sein Sohn, die Erbauer der Pyramiden sind und das irgendwo herauskommen würde, dann haben wir ein politisches und religiöses Problem in Ägypten. Weil die sind ja stolz, unsere Vorfahren haben es gebaut. Wenn jetzt da sich herausstellt, dass das ein Hebräer war, das darf gar nicht sein. Mhm. Aber vielleicht standen die Ägypter selber vor den Pyramiden, haben gestaunt, was ist das? Ramon, weil du mir gerade dazu den Gedanken gegeben hast, was glaubst du denn, jetzt habe ich gerade einen total den Faden verloren. Ach, das ist die Frage. Kein Problem. Katrin, hilf mir mal. Also eben, machen wir dort weiter eben mit den Mysterien, die wir hier in unseren Breitengraden haben. Wie ich eben an meinem Vortrag gesagt habe, ich möchte die Menschen auch motivieren, eben vor der eigenen Haustüre zu schauen, weil da gibt's noch so viele Sachen, die spannend sind und zu entdecken sind, wo man eben nicht in die weite Welt reisen muss, um auf mysteriöse Sachen zu stoßen. Und das ist eben auch eines meiner Steckenpferde, halt hier in unseren Breitengraden zu gucken, ja, was haben denn unsere Vorfahren hier in Zentraleuropa oder allgemein in Europa geleistet, gemacht, was halt eben die vergessene Vergangenheit, nenne ich es immer, weil durch die Christianisierung ja das ganze Heidentum vernichtet wurden, die Wurzeln abgeschnitten wurden und somit haben wir gar keine Informationen und es interessiert auch niemanden, wenn wir in der Archäologie gucken, so Frühgeschichte oder so, da kriegen wir in dem Sinn keine Antworten, weil sie selber die Fachleute gar nicht wissen. Und die Anonymität, wie bei der Cheops-Pyramide. Die Anonymität haben wir auch hier bei unseren megalithischen Strukturen. Da ist vielleicht mal eine Spirale drauf. Oder wenn da ein Kreuz ist, dann kannst du fast sicher sein, dass das von den Christen angebracht wurde. Aber das ist die absolute Anonymität. Und es scheint, als hätten sie diese Sachen gar nicht anschreiben müssen. So. Oder sie haben eine Schrift gehabt und haben das halt auf, keine Ahnung, organischen Materialien aufgeschrieben, die längstens verschwunden sind. Aber die Megalithstrukturen sind immer anonym. Weißt du, was mich auch noch ärgert? Du gibst mir nur das Stichwort. Diese blödsinnigen, einfachen Erklärungen. Ich kenne das alles. Stonehenge, was war Stonehenge? Das war ein Kalender. Toll. Jetzt müssen also unsere Steinzeitmenschen sowas von sackblöd und kreuzdumm sein, um herauszubringen, zu finden, wann es Herbst wird, wann Frühling ist. Das sehen sie in der Natur, wann die Blüten kommen. Sie wissen, wann Herbst ist, wann die Früchte reif sind. Sie sehen auch im Sonnenstand. So, deswegen braucht man keinen Kalender mit Stonehenge. Und weil so eine Antwort kommt, es war ein Kalender. Ach ja,
Es war ein Kalender. Die Antwort ist gegeben, ist man zufrieden und zuckt nicht mehr weiter. Weil die Antwort ein völliger Blödsinn. Naja, was wir auch. Was wir ja auch überall sehen, ob Stonehenge, Amerika, ich meine auch die Intelligenz unserer Altvorderen. Die Steinzeit ist ja auch nicht zu Ende gegangen, weil denen die Steine ausgegangen sind. Die Steinzeit ging zu Ende, weil die Menschen immer innovativ waren, immer neugierig, immer intelligent. Natürlich gab es lange vor den Ägyptern intelligente Leute, die gelernt haben, Schiffe zu bauen, die die Weltmeere überquert haben. Wir haben das Volk der Basken in Europa. Die werden hier völlig unterbelichtet. Die Basken sind schon 10.000 Jahre vor den Wikingern nach Amerika gefahren und haben dort den blauen Kabeljau gefischt. Die Indios wussten das, als die ersten Siedler in Nordamerika ankamen und wollten mit den kanadischen und nordamerikanischen Indianern Tauschhandel betreiben. Und die gesagt, den Schrott, das könnt ihr mitnehmen, eure Plastikspiegel, wir wollen Eisenfunde, das haben wir schon seit Tausenden von Jahren. Nehmt eure Kupferbeile wieder mit nach Hause. Wenn ihr unsere Felle wollt, müsst ihr uns ordentliche Valuta mal kennen, ja, genau. Aber nicht solchen Klimbim hier. Die Frage ist wieder da. Ich stelle sie jetzt schnell, denn ich hatte sie nicht aufgeschrieben. Warum? Und eigentlich geht die an euch beide, Ramon und Erich, aber ihr könnt sie eigentlich auch alle beantworten. Die Völker, die früher dachten, dass das die Götter sind, die vom Himmel herabgestiegen sind, haben ja seitdem die Rückkehr ihrer Götter sehnlichst erwartet, was sich ja auch in dem Karo-Kult niedergeschlagen hat. Also bis heute warten die Völker auf die Wiederkehr der Götter. Und nun schreiben dir, Erich, Hunderte und Tausende Leute davon, dass sie schon Begegnung hatten mit der dritten Art. Und auch du bist überzeugt, es gibt mehrere Spezies auf unserem Planeten, die extraterrestrischer Herkunft sind. Und da frage ich mich, warum zeigen die sich denn nicht? Sind die so enttäuscht von uns oder brauchen die uns nichts mehr beizubringen wie früher? Was ist da eure Vermutung? Nein, die zeigen sich aus Rücksicht auf uns nicht. Die wissen ganz genau, wie die Gesellschaft reagiert. Wenn man der heutigen Gesellschaft sagen würde, Außerirdische sind da, dann hat die Gesellschaft Angst. Wollen die uns ausbeuten? Wollen die uns übernehmen? Wollen die uns versklaven? Wollen die unsere Rohstoffe klauen? Was wollen die mit uns? Wollen die unsere Körper, unseren Verstand? Wollen sich bei uns einschleichen? Wir haben Angst. Die Zeit ist nicht reif. Das sage ich ja immer. Der Zeitgeist muss ändern und er ändert sich langsam, langsam. Herr Dennigen, ich habe im Vorfeld zu heute das Buch gelesen. Wie haben Sie das vollbracht? Das ist von dem Schauspieler Jürgen May aus Dresden. Der hat Sie mal eine Woche lang interviewt. Wochenlang, monatelang. Ja, also, aber das ist ein super Interview mit sehr persönlichen Geschichten, die wahrscheinlich sonst in Ihren Büchern nicht stehen. Und hier beschreiben Sie selber eine Begegnung mit einem Außerirdischen. Also Sie hatten einen Vortrag, so wie heute, und es fragte ein Zuschauer, haben Sie schon mal einen Außerirdischen gesehen? Sie haben gesagt, nein, habe ich nicht. Und im Parkhaus dann unten mit Ihrem Assistenten zusammen ist Ihnen ein Wesen begegnet, ein Mensch, dem Sie in die Augen geschaut haben, der Ihnen die Hand gegeben haben. Sie haben zugegriffen und dann schauten Sie beide runter und Sie hatten nichts in der Hand. Nein, das passiert. Vielleicht erzählen Sie selber nochmal. Also Sie hatten, und er sagte dann, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben noch nie einen Außerirdischen gesehen, dann haben Sie jetzt einen kennengelernt. Ja, ja, richtig. Das war so. Ich habe in der Garage tatsächlich jemanden, also ich hatte einen Vortrag wie hier und habe eben gesagt, Außerirdische seien unter uns, aber das könne man nicht beweisen etc. Und dann ging ich zum Auto in der Garage und da kam mir jemand entgegen, freundlicher Typ, lächelnd, schöne Zähne. Ich sehe ihn noch wirklich, also ein Typ, wenn man schwul wäre, einer zum Küssen. Der hat mir die Hand, hat mir die Hand entgegengestreckt und sagt, ich habe noch nie einen Außerirdischen gesehen, Herr von Däniken. Jetzt sehen Sie einen. Und ich dachte, wieder so ein Spinner. Wieder so ein Verrückter, was ich wichtig machen will. Der schaut mir in die Augen an und mit seinen Augen zeigt er nach unten. Und ich habe die Hand in der Hand gehabt. Und dann wurde der untere Teil der Hand unsichtbar. Und der untere, hallo, ich war völlig baff, war völlig erschlagen. Und der lächelte immer noch. Dann nickte er, dann ging er wieder. Und ich in das Auto, völlig gaga. Eine andere spannende Geschichte. Ist jetzt nicht, dass ich jetzt einen Faden wieder verliere. Ach genau, Sie hatten erzählt von einer Rückführung. Also mit Ihnen wurde eine Rückführung gemacht mit einem australischen Coach. Das wurde vom Fernsehen auch gesendet. Und Sie waren die ganze Zeit skeptisch, haben gesagt, ich möchte einen Arzt dabei haben. Und noch Freunde, die das bestätigen, dann haben Sie sich an eine Wand stellen müssen. Und es wurde Ihnen immer wieder gesagt,
denken Sie an Ihre Vergangenheit noch weiter zurück, noch weiter zurück. Und das Ende von der Kette war dann, wo Sie gesagt haben, und jetzt werde ich von Außerirdischen abgeholt und dann sind Sie wieder wach geworden. Ich habe mir das dann so weitergesponnen, okay, wenn Sie einer von denen sind, die irgendwann mal abgeholt wurden vor Tausenden von Jahren, vielleicht sind Sie ja selber ein Außerirdischer. Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sind wir ja alle die Außerirdischen, die denken, bin ich hier auf dem falschen Planeten? Wieso verstehe ich mit bestimmten Menschen nicht? Also ich bin da ein bisschen ins Grübeln gekommen. Nein, nur zwei Sätze. Ich stehe jeden Morgen unter der Dusche, splitternackt, und alle meine menschlichen Glieder sind da. Na und? Ich bin ein Mensch. Wir wissen ja. Vielleicht gibt es sowas wie Avatare, dass andere, Teile des Gehirns oder des Bewusstseins übernehmen. Ich schließe das nicht aus. Aber ich habe immer das Gefühl, bei allem, was ich mache, rede, schreibe, ich bin mich. Du kannst aber nicht ausschließen, dass irgendwas dich beeinflusst. Das kannst du nicht. Ja, was habt ihr vielleicht dazu für eine Meinung, Ramon? Wenn du sagst, du hast es auch schon. Ja, das ist nicht ganz normal. Der Hans würde dazu sagen. Ja, ich könnte vielleicht etwas dazu sagen. Schon Wilhelm Busch hat ja gesagt, der Mensch hat eine Seele. Und vielleicht ist diese Formulierung falsch. Vielleicht muss es heißen, die Seele hat einen Körper. Das heißt, man sagt ja auch nicht, das Auto hat einen Herrn Meier, sondern wir sagen, Herr Meier hat ein Auto. Und vielleicht ist es so, dass es nach dem Leben weitergeht. Also die herbe Weltbevölkerung redet von Wiedergeburt. Also das ist der eine Punkt. Das Ich ist nicht der Körper. Das ist die Seele, sagen wir mal. Ich habe vor längerer Zeit schon ein Video gesehen, das war so ein animiertes, das heißt XET. Ich weiß nicht, ob das ET wie extraterrestrial und Ex wie Ex-Freund, also ehemaliger Außerirdischer. Und demnach, also das ist so 6 Minuten, das kann ich empfehlen, sollte man sich mal angucken. Demnach ist dieser Planet eventuell so eine Art Kindergartenplanet. Die auf anderen Planeten irgendwie Mist gebaut haben und sich nicht belehren ließen, die da gesagt, also hier, ihr wisst es immer besser, hier kriegt ihr euren Planeten, euren eigenen, und nun seht mal zu, wie ihr da zurechtkommt. Also wenn ich mir die Welt angucke heute, dann macht das für mich sehr viel Sinn. Ja. Im Moment versinkt ja die Welt auch wieder im Chaos. Wir haben schlimme Krisenherde und gesellschaftlich wahnsinnig große Probleme. Und in der Vergangenheit haben uns ja möglicherweise Wesen von außen auf die Sprünge geholfen bei unserer Entwicklung. Habt ihr die Hoffnung, dass das jetzt auch noch mal wieder passieren könnte oder vielleicht sogar müsste, weil wir es alleine nicht gebacken kriegen? Also ich sag mal, als ich meinen Pyramidenskandal hatte, habe ich auf Facebook so einen Post gemacht, liebe Außerirdische, wir haben zurzeit eine Philharmonie, wir haben einen Flughafen und wir haben einen Bahnhof, den wir nicht fertig kriegen. Könnt ihr nicht bitte wieder mal zurückkommen? Aber ich denke, das ist eben wirklich Religionsersatz. Ja. Denn die Außerirdischen werden den Teufel tun, hierher zu kommen und uns aus unseren Kinderkrankheiten zu befreien, sondern wir müssen uns endlich emanzipieren. Wir müssen endlich begreifen, dass wir verantwortlich sind. Und du sagst ja selber, also du hast ja schon Otto von Habsburg zitiert, wir müssen eben aus der Vergangenheit lernen und das in die Gegenwart transportieren, damit wir in die Zukunft führen können. Und das ist ja auch ein Motiv deiner Beschäftigung mit der Archäologie, mit der Frühgeschichte. Wahrscheinlich gab es hochzivilisierte Kulturen vor unserer und die hatten einen Grund unterzugehen. Und vielleicht sollten wir da mal drauf schauen, was ist denn der Grund, dass wir immer wieder in den gleichen Schlamassel geraten? Weil wir uns als Spezies vielleicht technisch weiterentwickeln, aber nicht emanzipativ, empathisch und intellektuell. Wir haben dasselbe Steinzeit-Ötzi-Gehirn wie vor 5.000, 6.000, wie 30.000 Jahre. Und das ist ja, wo ich sage, Erinnerung an die Zukunft ist der beste Titel, den es geben kann, weil Altertumsforschung ist Zukunftsforschung. Punkt. Weil wenn wir nicht begreifen, was uns immer wieder ins Straucheln und zu Fall gebracht hat. Und ich meine, mit Verlaub, meine Hypothese, man kann das anders sehen,
wenn Außerirdische geholfen, die Ideengeber waren, das inspiriert haben, dann hätte ich doch nicht zugeguckt, wie meine Kinderchen und meine Enkelchen zugrunde gehen. Aber wenn die Ägypter waren nicht so schlau, bitte bei allen Steinschnitttechniken, bei allen Pyramidenvolumina, wenn die klug gewesen wären, gäbe es die heute noch. Aber die haben nach 3 Generationen ihre Kultur gegen die Wand gefahren. Wenn wir nur den kleinen Blick machen, 4. Dynastie, 5. Dynastie, dann vergleichen wir Albert Einstein mit Walt Disneys Mickey Mouse. Weil wir die nur 150 Jahre später gebaut haben, hat keinerlei Relevanz, bauphysikalisch, bautechnologisch, Baugenauigkeit, die Dauerhaftigkeit dieser Bauwerke. Wenn wir uns die Pyramiden angucken, das sind heute Schutthaufen, währenddessen die Pyramiden der 4. Dynastie so aussehen, als wären sie vorige Woche vergessen worden. Das muss Gründe haben. Und diese Gründe liegen meiner Meinung nach in unserer tiefen psychologischen Spezies begründet. Auch so. Aber schau mal, unsere heutigen Ethnologen, die gehen zu irgendeinem Stamm und geben denen ein bestimmtes Wissen, ein bestimmtes Ding. Oder wir geben Entwicklungshilfe den und den Kulturen da und dort. Ja? Und dann vergeht, was weiß ich, 30, 40 Jahre und alles hat für die Katze. Sie haben das Geld genommen, sie haben es verbraten, sie haben es... Redest du jetzt über die deutsche Entwicklungshilfe? Ja, ist nichts draus geworden. Also auch wenn du Entwicklungshilfe gibst und jemandem hilfst, bist du nicht dauernd da und kontrollierst. Sonst haben wir sofort wieder den Vorwurf, wir würden sie kontrollieren, eben der Rassismus und so weiter. Also, Ausrede können da gewesen sein, können uns geholfen haben. So, jetzt haben wir die Grundlagen gegeben. Jetzt verschwinden wir müssen wieder nach Hause. Jetzt schauen wir, was wir daraus machen. Und wir sind zu blöd und haben nichts Scheites ausgemacht. Das ist ja wichtig zu verstehen. Das sind alles Erklärungsansätze, die uns helfen, das gestern zu verstehen. Und deswegen sage ich ja, es gibt so viele Hinweise, dass die Außerirdischen mit der Menschenpopulation interagiert haben. Henoch, Mahabharata. Das schöne Beispiel, was du auch im Film hattest, wo die Einheimischen mit so einem Skapander rumtanzen, das haben die doch nicht durch eine Koka-Session erfahren, dieses Wissen. Sondern das haben die durch Erinnerung, kollektive Erinnerung aus ihrem Volksstamm mitgebracht als Kulturgut. Und deswegen müssen wir, und das ist ja gut, dass wir das auch heute filmen, auch die Botschaft nach außen geben. Es ist da, erforscht uns, versucht neue Erklärungen zu bringen. Däniken sitzt da, Görlitz sitzt da, Zürcher sitzt da. Das ist alles nicht die Wahrheit, aber sind Versuche, diesen ganzen, sag ich mal, dunklen Wolken aus der Vergangenheit Gestalt zu geben. Und darum geht's. Und das ist ja auch deine Einsicht, oder Hans? Also du denkst ja auch, die Erbauer wollten, dass das jemand findet und möchte damit etwas aussagen. Ich denke, sie haben uns, wie gesagt, ein Rätsel hinterlassen und jetzt ist eigentlich die Zeit, das mal so langsam zu lösen. Und ich sehe es übrigens so, Erich, dass es der Zeitgeist, der beginnt, sich zu ändern. Der hat schon begonnen. Und ich wollte vorhin kam die Frage auf, warum landen die Außerirdischen eigentlich? Warum treten sie nicht auf den Plan? Warum nehmen die nicht Kontakt auf, offiziell? Und ich habe dafür eigentlich eine einfache Erklärung. Wenn man sich die Erde von außen gesehen mal anschaut, da gibt es Großmächte, die sind bis an die Zähne bewaffnet mit Atomwaffen. Und sie führen Krieg und zwar gegeneinander. Also die Erde macht im Augenblick einen nicht so gastlichen Eindruck. Und ich denke, wenn es irgendwann geschafft wird, dass auf der Erde Frieden herrscht, weltweit, dann würden die sofort auf den Plan treten. Vielleicht sitzen sie aber auch an den Schaltpunkten in Kognito und bewahren uns vor der einen oder anderen Katastrophe. Ja, glaube ich, mit Sicherheit. Da gibt es diesen Fall von Robert Salas, den kennt ihr aus der Literatur, amerikanische Atomwaffen und vor seinen Augen sind alle Atomwaffen lahmgelegt worden, von außen gesteuert. Das gibt es ja. Kuba-Krise. Jemand hat uns demonstriert, wenn wir wollen, können wir schon. Also ich habe mal gelesen, das Kräfteverhältnis zwischen den Menschen und den Außerirdischen ist ungefähr so wie ein Ameisenhaufen gegen eine Büffelherde. Also wir haben technisch gesehen überhaupt keine Chance. Also wir sind noch, und ich habe auch anderswo gelesen, das fand ich interessant, dass unser technisches Wissen heute noch nicht viel weiter ist als das der Menschen vor 500 Jahren. Da dachte ich auch komisch. Ich denke, es gibt noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das Entscheidende, Hans, dabei ist, dass wir wirklich, und das ist auch die gute Botschaft aus den Vorträgen von euch, dass wir vor dieser neuen Zeit keine Angst haben müssen, weil Erich hat es ja schon gesagt, diese Leute sind, oder diese Kräfte sind uns wohlgesonnen.
Das ist vielleicht die gute Botschaft des Abends, dass das eben dieser Wandel, der ja immer stattgefunden hat, ob im Altertum oder vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, wird ein progressiver, positiver sein. Das sehe ich genau so. Ich denke, dass Sie uns schon oft helfen wollten, auch durch Propheten, wie auch immer. Aber es gibt ja den Spruch, gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens. Naja, Katrin, du wirst... Dummheit kämpft selbst Götter vergebens. Ja. Naja, richtig. Du wirst mir doch recht geben, Katrin. Wir haben doch schon jetzt in den letzten Jahren und Monaten gefunden, dass wir Menschen doch eine Transformation durchmachen. Also vielleicht, Dominik, der Schritt, den du meinst, den wir evolutionär endlich bestreiten müssen, um eben von diesem komischen Primaten, diesem egomanischen runterzukommen oder aufzusteigen, ja, zu einem vernunftbegabten moralischen Individuum, was mit der Mitschöpfung in Frieden leben kann. Und wir haben ja wirklich so viele Bekanntschaften geschlossen und bekommen so viel Post und erkennen, dieser Wandel passiert gerade vor unseren Augen. Und vielleicht sind diese Krisen, die wir in der Vergangenheit und in der Gegenwart hatten, auch nötig, damit wir eben durch die harte Schule lernen, dass wir dorthin müssen. Das ja, aber es ist eben auch gefährlich. Man darf das nicht, weil gerade wir Deutschen haben ja in unserer längeren, aber auch jüngeren Geschichte immer wieder leider sein, dass der Untergang der Staufer ist ein schönes Beispiel, aber auch der Untergang der Weimarer Republik mit dem Nazitum, was danach kam. Wir Deutschen müssen immer erst durch Schmerz und durch den totalen Niedergang lernen. Und da muss eigentlich endlich mal Schluss sein. Ja, der nächste große Krieg ist dann wahrscheinlich der letzte, denn dann haben wir keine Lebensgrundlage mehr. Dann hoffen wir, da kann man nur hoffen, dass uns ein paar Außerirdische mitnehmen und wenigstens die Spezies retten. Nun haben wir ja, Ramon hat es ja auch schon erzählt, unglaublich viele Bauwerke weltweit. Also man könnte ja überall ansetzen zu forschen. Pyramiden gibt es ja auch weltweit. Das Einzige, was wir eigentlich bräuchten, wäre Geld, um Forschung machen zu können, um weiter Forschungsexpeditionen zu machen, so wie du es machst. Welche Chancen gibt es denn, an die Menschen, die Geld haben, also an unsere Milliardäre, ranzukommen und die vielleicht davon zu überzeugen oder vielleicht auch mal zum Nachdenken anzuregen, so wie wir es jetzt mit euch machen, dass die vielleicht sagen, hey, und die nächsten Milliarden, die spende ich fürs nächste Forschungsteam und jetzt will ich, dass vielleicht, dass man die auch mitreißen kann. Wir haben es ja mehrfach schon gehört, der Zeitgeist ändert sich. Ja, eben. Man muss noch mal überlegen. Ich sag mal, nicht so lange her, Aufklärung, Leute wie, ich sag mal, Heinrich Heine oder andere kluge Köpfe, wurden eben auch durch ihre Landesherren, Fürsten, die aufgeklärt waren, gut unterstützt. Ich komme aus einer Stadt, die heißt Gotha, am Fuß des Thüringer Waldes. Da gibt's den Spruch, der Thüringer Fürst ist dümmer als seine Bauern, weil Gotha gibt's schon seit dem 16. Jahrhundert in Deutsch Grundschulunterricht bis zur 8. Klasse. Das ist so nervig. Ja, das hat sich dann später in die ganze Welt exportiert. Und wir sind hoffentlich wieder dabei, in so eine aufklärerische Zeit zurückzukommen, weil es gibt durchaus solche Projekte, dass also Milliardäre, ich will jetzt nicht Bill Gates sagen, der macht das vielleicht nicht ganz so in die humanistischen Projekte, aber es gibt durchaus solche Strömungen und da kann ich nur positiv berichten, weil sonst hätte ich Abora nie gemacht. Mhm. Ja, aber schau mal, Forschung, Milliardäre. Jetzt kommt irgendein reicher Mann und sagt, okay, ich bin dabei, ich gebe 10 Millionen für die und die Forschung in Ägypten. Mhm. Beispiel Ägypten. Jetzt musst du ein bestimmtes Projekt vorschlagen. Also du wirst zum Beispiel in Abydos Untersuchungen machen. Jetzt kommt die Altertumsverwaltung und die macht einen Vertrag mit dem, der Geld gibt. Die Leitung der Forschungsgruppe muss in ägyptischer Hand sein. Wird ein Vertrag gemacht. Alles, was gefunden wird, darf nicht veröffentlicht werden, außer abgesprochen, vorher gemacht, sie darf nicht herausgegeben werden. Die Forschung nützt dir am Schluss nicht, das Geld versandet wieder. Jetzt haben die etwas entdeckt, etwas Sensationelles in Abydos. Das geht nicht an die Öffentlichkeit, solange die Altersverwaltung das nicht freigibt. Es geht nicht an die Öffentlichkeit. Geld hin oder her. Viel komplizierter. Aber Sie haben in den letzten Jahrzehnten so viel schon erreicht mit dem, was Sie alleine geschafft haben. Also ich denke mal, wenn man da die Kräfte bündelt und vielleicht ein bisschen positiver in die Zukunft schaut, oder? Dominik, du beweist das ja auch. Wir machen das Projekt. Ja gerade. Ich spreche ja auch dauernd alle Regeln. Ich denke, man braucht auch nicht immer viel Geld. Also zum Beispiel gibt es heute das Internet, es gibt Google Maps, Google Earth und Teotihuacan habe ich praktisch nur mit Google Earth lösen können.
Da konnte ich einfach die Straße der Toten, man kann mit der Maus draufgehen, dann kriegt man die GPS-Koordinaten, daraus kann man dann die Abstände berechnen oder man kann es mit Lineal messen. Also für viele Dinge muss man nicht unbedingt nach Ägypten oder irgendwo hinfahren. Man kann auch Dinge heute zu Hause machen, also nicht alles, ne? Manchmal muss man auch vor Ort sein. Wobei ich echt Lust gekriegt habe, jetzt auch wieder Fernreisen zu machen, also wo ich jetzt die Bücher gelesen habe und die Vorträge. Also ich glaube schon, das ist faszinierend, wenn man da einmal anfängt, oder Ramon, du machst das ja auch. Ja, und ständig. Vor allen Dingen hast du dich jetzt bereit erklärt, hier mit bei Abora Wir fahren schon in 4 Wochen zusammen nach Südamerika. Bolivien. Pumapunku, Tiahuanaco, all diese Tempel besichtigen. Und auch Peru wird mit auf der Liste stehen. Wo es auch darum geht, um die Steinsetzung in Südamerika. Also auch diese gigantischen Granitblöcke in Sachsenhochmann, das muss unbedingt in den Fokus. Es geht immer weiter. Also ich bin jetzt seit über 66 Jahren verheiratet mit derselben Frau. Jeden Sonntag essen wir zu Mittag. Jeden Sonntag essen wir zu Mittag miteinander. Sie kocht hervorragend und dann halte ich immer Händchen meiner Frau und sagt zu ihr, Elisabeth, gib mir noch ein bisschen Zeit. Aus mir wird schon noch was. Du hast nun schon 47 Bücher geschrieben und hast die ganze Welt bereist und so viele uns Rätsel aufgetan und Rätsel gelöst. Was wünschst du dir denn noch am allersehnlichsten, was du noch herausfinden oder beweisen möchtest? Schau, man kann sich Sachen wünschen und die hat man schon durch. Also, lass uns durchspielen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt tatsächlich einen außerirdischen Gegenstand finden. Spielen wir mal ein Spiel. Ich bin in Brasilien und finde in einer Höhle etwas. Und ich erkenne, das verdammte Ding ist künstlich. Jetzt drücke ich irgendwo auf einen Knopf und dann geht ein Stück Wand, löst sich auf ein Stück Felswand. Jetzt bin ich erschrocken und dann lasse das Ding fallen. Dann sieht die Neugierde, ich nehme es wieder. Nehme es wieder in die Hand. Erich, was hast du gemacht vorher? Dasselbe, wieder löst sich ein Stück Wand auf. Jetzt weiß ich, ich habe etwas Außerirdisches, eine Technologie, die es bei uns nicht gibt, in meiner Hand. Was mache ich jetzt? Zuerst schmuggle ich das Ding aus Brasilien raus. Das war schon gefährlich. Dann habe ich es dann zu Hause. Himmel, bring den Hund zum Ruhe. Dann habe ich es zu Hause. Dann habe ich es zu Hause. Was mache ich jetzt zu Hause? Du, wem gehört der Hund? Der ist ganz hinten in der letzten Reihe. Das ist vielleicht auch ein Wesen, was ihr... Hast du das im Griff? Ich habe nicht gegen Hunde, ich liebe Hunde, die hören nicht da rein. So, jetzt habe ich den Gegenstand zu Hause in der Schweiz, ein außerirdischer Gegenstand. Was mache ich jetzt? Jetzt zuerst mal zeige ich den einigen Notaren. Die müssen notariell beglauben, ja, der Herr von Däniken hat diesen Gegenstand, wir haben ihn gesehen. Dann gebe ich ihn einer Wissenschaft, also einer Hochschule, untersucht das Ding mal. Die Wissenschaft untersucht das Ding und kommt tatsächlich zum Schluss, das Stück ist nicht von dieser Welt. Es ist auswählig. Habe ich jetzt gewonnen? Hallo, Däniken hatte recht. Nein. Jetzt kommt die Hochschule und hat ein Gremium zusammen. Das besteht aus Politikern. Darunter hat es vielleicht auch einen Theologen, die sagen, ist die Menschheit reif für diese Erkenntnis? Können wir der Menschheit tatsächlich sagen, es ist ein außerirdischer technischer Gegenstand gefunden worden, wir haben hier? Oder sollen wir noch ein bisschen warten? Und dann entscheidet irgendein Gremium, wir müssen noch warten. Ob schon ich einen ausländischen Beweis hätte, ich habe immer noch nicht gewonnen. Zeitgeist. Siehst du das auch so, Dominik? Also du hast ja gesagt, dich beobachtet sogar der Verfassungsschutz wegen deiner Forschung bei der Cheops-Pyramide. Ich musste mich eben 3 Mal ins Ohrläppchen fitzen, weil Ramon und ich haben genau diesen Fall erlebt, den Erich eben erzählt hat. Wir machen auf den Kanarischen Inseln den vermeintlich ältesten Menschenfund ever recorded und können das nicht nutzen, weil die sofort die Hände drüber halten, uns nicht die Genehmigung geben, diesen Artefakt mit nach Deutschland zu holen, wo wir die operative und die personellen Möglichkeiten hätten, das zu untersuchen, um endlich diese Meer zu unterbinden, dass erst die Guanchen mithilfe der Phönizier passiv oder aktiv nur 700 vor Christus auf die Kanarischen Inseln gekommen waren, obwohl wir wissen, dass die mindestens seit 4.000, 5.000 oder noch mehr Jahrtausenden besiedelt waren. Wir wissen, wir haben es, aber wir können es nicht nutzen, ja, weil die Hände drauflegen. Ja. Die wollen, dass Sie recht haben. Das ist der Zeitgeist. Sie haben mal das gesagt in Ihren Lehrbüchern
Und Sie wollen, dass das so bleibt. Diese Alleindeutung. Ja, und wenn jetzt da so komische zwei Typen daherkommen, so ein Görlitz und ein Zürcher, und machen eigentlich im Prinzip, es ist ja mehr oder weniger ein Zufallsfund. Mehr oder weniger. Das, genau. Aber auf jeden Fall, wenn jetzt da plötzlich so zwei Europäer daherkommen und die dann Recht haben, dann lassen die gar nicht zu, dass wir sozusagen ihre gesicherte Meinung auf den Kopf stellen. Die müssen ihre ganzen Geschichtsbücher umschreiben. Das kann ihr Ego nicht verkraften. Und auch die ganze Wissenschaftsriege dort. Man hat es ja beim Cheops-Projekt gesehen, es ging nie juristisch um ein Aneignungsmotiv dieser winzigen Staubkrümel. Einmal husten die Petrischale, alle Proben wären weg gewesen. Sondern es ging rein um Forschung. Ja. Das ist eben manchmal in manchen Kulturkreisen leider nicht erwünscht. Ja, dann halten wir einfach die Augen offen und die Ohren offen und bleib geduldig, oder? Auf unserem Pferd. Ja. Also ich hoffe, dass wir Sie zu Lebzeiten noch, dass wir Ihnen begegnen können, dürfen. Wem bist du begegnen? Ich würde es mir sehr wünschen, dass wir das zu Lebzeiten noch erleben dürfen, dass wir den Kontakt haben. Ja, ich bleib dabei. Vielleicht sind wir ja alle schon selber ein Teil davon, ne? Ja, dann würde ich vielen Dank sagen für diese angenehme Runde, für diesen spannenden Tag auch. Ja, und für die Gäste hier sind wir natürlich noch da für Fragen und Diskussionen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Ruderboot. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.